Folge Nummer 56 von Avorion. Wir sind hier wieder in dem Sektor. Ach nee, wir wollten... Ist das der Crafter? Nein, das ist ja nicht der Crafter, oder? Das ist der Traveler. Wir wollten den Crafter gucken. Komm, dann springen wir dahin in den Sektor und gucken uns das vor Ort an, was der da gerade macht, weil der war ja da zum Abbauen. Und ja. Dann wollten wir schauen, wie viel Frachtraum der hat, etc. und so fort, ne? So. Sehr interessant. Wo ist er? Da unten ist er. Oh, da ist er. Ja, der räumt da jetzt ab. Okay. Sind wir da drin und er arbeitet weiter? Sehr interessant. Der hat noch den Auftrag, ne? Kann ich mir den jetzt komplett angucken? Das ist ja cool, wenn. Frachtraum 2,4. Ein bisschen wenig, könnte ein bisschen mehr sein, ne? Dann sollten wir ihn vielleicht gerade mal umbauen. Wo war der Frachtraum? Da nicht, ne? Da drin ist der wahrscheinlich, ne? Oder? Oder war das der Frachtraum? Das ist der Frachtraum, okay. Dann würde ich ganz einfach sagen, kopieren wir den. Steuerung C. Steuerung V. Und kleben den einfach noch zweimal dran, ne? Und dann haben wir Frachtraum 4,8. Dann sind wir doch glücklich, oder? Dann da raus, er arbeitet noch weiter und ich drücke mal T und bin dann wieder in der Drohne und er macht noch seinen Auftrag weiter, das ist alles gut, oder? T. Jetzt sind wir raus, jetzt ist er raus. Ich glaube, jetzt baut er noch nicht mehr ab. Aber das wäre cool gewesen, wenn es weitergeht, ne? Naja, dann halt nicht. Interagieren wir halt. Ne, machen wir auf der Karte, ist da einfacher. So. Achso, da. So, abbauen. Raffinieren und weiter. Er macht wieder, ne? Das sieht gut aus, was da passiert, oder? Kann man sehen, wie viel der abbaut. Jetzt liege ich leider nicht, ne? Aber wenn ich sehe, wie der Asteroid da wegkommt, dann sieht es auch gut aus. Hat der ein Bergbausystem? Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ne? Das müssen wir gerade noch machen. Ja, hat er. Geschützkontrollsystem, Bergbausystem. Was hat er hier? Was ist das denn? Schildverstärker, okay. Wir haben ein Bergbausystem drin, wir haben den Phantom Hyperraum Upgrade, wir haben Radar Upgrade, Generator Upgrade und den C43 Detektor. Den braucht er jetzt mal gerade nicht, ne, oder? Radar Upgrade, was braucht der denn, was noch Sinn machen würde? Schildverstärker? Standardhandelssystem braucht er nicht. Scanner-Upgrade, verbessertes Handelssystem. Was kann das Bergbausystem? Das kann doch hoffentlich. Okay, das kann einiges. Aber das ist nicht fest installiert, oder wie sehe ich das?
Ja, dann machen wir das doch mal, oder? So, Energieverbrauch zeigt Menge Ressourcen, Objekten markiert nahe abbaubare Objekte. Der Rest ist schon fest. Undurchdringbare Schilde, ja. Schildwiderstandskraft minus 65%, Zeit bis zur Wiederaufladung. Der hat ja wenig Schutz eigentlich, ne, oder? Können wir dem doch das gönnen, oder? Ich mach das mal fest da rein. Und alles ist gut. So, dann nochmal hier schnell geguckt. Doppel-Laser-Geschützturm. Doppel-Nano und. Ja, der arbeitet mit denen rein. Das ist ja auch gut so. Und die sind die anderen. Wir haben jetzt Feuerkraft. Wo ist jetzt der Frachtraum wieder? Da, 4,8 passt. Crewmäßig ist das alles gut, oder? Okay. Sind hier zu viele drin? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Okay, die kümmern sich um alles. Ich denke, das können wir auf jeden Fall so lassen. Und dann. Steigen wir da wieder aus, ne? Steigen da wieder ein. Und geben ihm auf der Karte den Befehl, dass er weiterarbeiten muss. Hat gut geklappt, ne? So, nochmal. So. Asteroiden abbauen. Erze raffinieren und jetzt macht er wieder das andere nicht mehr, ne? Es ist so geil, oder? Ey, bin ich denn zu doof? Kann doch jetzt nicht sein, oder? Craft. Das ist das Erste. Das ist das Zweite. Und jetzt soll er das wiederholen und macht das nicht. Mann, 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 rückgängig. Rückgängig, rückgängig, rückgängig. Ich weiß nicht, was der immer rückgängig macht. Asteroiden abbauen, das abbauen. Und jetzt soll er es wiederholen und tut er nicht. Stopp. Das, das. Und ich krieg den wiederholen Dingens nicht rein. Das ist doch nicht wahr, oder? Stopp. Springt hin und her, soll er nicht. Stopp. Spring da ein, baue da ab, auf in die Nähe und wiederhole das. So, jetzt hat's geklappt. Discover fliegt hier auch noch durch die Gegend, aber macht nix. Kann er nicht. Hier gibt es gerade keine Blips, ne? Wieso haben wir keine Blips? Dann haben wir was nicht eingebaut, oder wie sehe ich das? Ah, hier ist noch nichts dran, ne? Machen wir den mal rein, ne?
installiere den mal fest. Den Detektor, den bauen wir hier auch rein, aber nicht fest. Was würde man... Den kann man auch sowieso nicht festmachen, ne? Doch, kann man festmachen. Aber da sieht man jetzt nicht, dass das was besser wird, oder? Handelsrouten erkennen. Könnte man auch fest installieren, aber ich weiß nicht, was dann besser wird. Okay. Batterie-Upgrade. Radar-Upgrade. Warte, das nochmal gucken. Massenscanner, Reichweite plus 3. Einbauen. Und dann... Ist ja nur noch der da. Sprungreichweite plus 2. Der auch. Das ist 4, 11. Ja, die sind identisch. Und fest einbauen. Haben wir es erstmal, oder? So, Waffe ist nur diese hier. Lasergeschützturm. Mal gucken, was wir noch haben. Ob wir noch was haben, ist die nächste Frage. Abwracker. Und nicht eher Bergbau. Ach, ich habe den noch einen. Und noch einen, den habe ich noch gar nicht eingebaut. Der andere hatte jetzt schon 3, ne? Dann müssen wir die woanders für bauen. Nochmal. Nochmal. Der ist ein Abwracker. Naja. Also wir haben ja noch ein paar, ne? Aber wir haben auch noch ein paar Schiffe, die da irgendwo durch die Gegend fliegen und noch nicht das passende haben. Wahrscheinlich. Die müssen wir jetzt mal mehr hierher holen, denke ich mal. So, das bedeutet, hier haben wir keine Waffe. Haben wir hier im Sektor sowas zum Dingens. Handelsposten haben wir hier 2. Güter handeln. Gibt's hier nicht. Zweite Station ist die. Güter handeln. Zielerfassungssysteme. Haben sie nicht. Haben wir ja aufgekauft wahrscheinlich, ne? Okay, dann ist das so. Dann lass uns auf die Karte schauen und lass uns hier nach Ausrüstungsdock schauen. Nee. Guck mal, hier sind noch welche Blips jetzt, die wir da sehen. Die Ausrüstungsdocks sind erst da hinten. Ey, gibt's doch jetzt gar nicht, oder? Ja, dann. Dann müssen wir es anders machen. Fliegen wir gerade erstmal zu diesem Gelben hin, ne? Das interessiert mich ja jetzt mal. Ich glaube, da ist richtig, oder? Ja. Und dann fliegen wir da mal in den Blip rein und schauen, was da ist. So, wir haben jetzt einen Miner, der einigermaßen ist, ne? Jetzt müssen wir noch die anderen machen. Aber ich gucke jetzt gerade hier erst in den Sektor, der ja ewig braucht, bis er geladen ist. Da muss ja wahnsinnig was sein. So, da oben zeigt er mir was an. Wertvolle Objekte gefunden, ja, aber nur wo, ne? Oh. Okay, ich glaube, wir sind jetzt da gegen die nicht so wirklich gefeit. Oh, hier ist jetzt gerade Asteroidenfeld. Okay, die mochten uns jetzt nicht. Mal schauen, ob sie hier sind. Lädt gerade sehr stark, sehr lange.
Der muss die Gegner berechnen wahrscheinlich. Hey, da ist ein Tor, cool. Okay. Ja, ich muss jetzt gucken, dass ich da irgendwo den Sprung hinkriege, ne? Erstmal durch dieses Feld weg. Da oben ist mein. 54 Sekunden muss er noch. Meine Güte, das ist aber doof. Also unser Flug hier, unser Schiff ist ja schnell unterwegs, ne? Jetzt ist die Frage, wo dieses tolle Objekt ist, ne? Noch 30 Sekunden, naja. Torpedo im Anflug. Naja, dem sind wir abgehauen, ne? Unsere Torpedos sind, unsere Antriebe sind schon ganz gut, ne? Jetzt sind wir weg. So, jetzt haben wir wieder so einen gelben Blipsglob ausgewählt, oder? Müssen wir mal gerade gucken, ob da auch wieder welche sind, ne? Ne, hier sind diesmal keine. Doch, da oben links. Super. Wertvolle Objekte gefunden, aber wo? Naja, ich muss jetzt die Zeit rumbringen, das ist mein größtes Problem. Also ich glaube, mit dem Laser da, den ich da jetzt gerade habe, kann ich nicht viel ausrichten, ne? Ich glaube, wir werden mal diese Koordinaten eingeben und dann dahin sprengen, um erstmal gerade Frieden zu kriegen. Noch 38 Sekunden, aber naja, wir sind mit dem Antrieb ja ganz gut unterwegs hier. Brauchen wir uns nicht solche Sorgen machen, oder? Kommt näher, ne? Ja. Sprungroute wurde berechnet. Und wir brauchen noch 9 Sekunden. Noch 5. 3, 2, 1. Weg. Gut, dann würde ich aber sagen, haben wir es erst für die Folge geschafft. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.